Ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück hier im Grün von Scum. Wir haben den Hafen verlassen und sind zu dritt unterwegs mit Xa und Hippo. Servus. Moin. Ja, heute soll es mal in den Norden der Map gehen. Ja, mal die ganz andere Ecke quasi, entgegengesetzt vom Hafen. Und dort oben bei Dora 1 hat der gute Max auf unserem Server eine Art Gaststätte errichtet, ja, wo man sich bedienen kann, wo es guten Wodka gibt zum Beispiel und wo man natürlich auch noch ein bisschen was mitbringen kann. Das ist so ein bisschen Community-Treffpunkt hier und da, und da wollen wir natürlich auch mal vorbeischauen. Keine Ahnung, ob wir dort jemanden treffen. Das ist auf jeden Fall so eine No-Fight-Zone. Ja. Mal gucken, ob die sich alle dran halten. Wir gehen mal kontrollieren, würde ich sagen. Ja. Ja, also erst reinschießen, dann fragen. Erst reinschießen und dann sagen, nee, hier, du, das war no fight, ne, also. Ja, nee. Aber, also, mal gucken. Ich bin gespannt. Bin gespannt, wie es da aussieht. Dann werden wir vielleicht auch mal das neue Bausystem austesten. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Das ist ganz cool geworden eigentlich. Haben wir gerade schon mal anhand einer Kiste ausprobiert. Und man kann ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob das schon vorher drin war oder nicht, diese Outlooks, also so ein Ausguck bauen. Nee, also das kam definitiv auch erst mit dem letzten Patch rein. Ist also noch recht frisch, ja. Hm. Also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen, sagen wir es mal so. Das will nichts heißen. Das stimmt. Aber ich verstehe auch den Sinn dahinter noch nicht so ganz. So ein Ausguck? Ja. Ja, wenn man sich sowas richtig befestigen könnte, macht das Sinn. Also wenn du irgendwie dir, ne, sowas abzäunen kannst mit Tor und ja, dann, ja. Wand und so, dann macht es Sinn. Aber solange das noch nicht drin ist, ist es in der Tat, ja, halt für Camper, ne? Die ganzen Tag dann auf ihrem Ausguck gucken. Ja, mitten auf einer offenen Wiese. Ja, ja, das. Sehr verdächtig, wenn mitten auf der Wiese ein Hochsitz steht. Ich bin übrigens mit der M16 jetzt unterwegs, dass ich die auch mal teste. Ich hoffe, es kommt dazu, dass ich nicht vorher mit dem Kopfschuss liege. Und damit wir gegebenenfalls ein bisschen nette Getränke mitnehmen können, gehen wir jetzt mal durch die Stadt hier. Und schauen, was wir so finden. Boah, ich würde sagen, dann gehen wir direkt ins Polizeirevier, oder? Da wird es den meisten Schnaps geben. Ich dachte, da gibt es noch Pfeifen. Ich hätte jetzt in der Kirche überlegt, aber... Da auch. Ein paar Cornflakes hier, kann ich mitnehmen. Cornflakes. Ich bin schwarz gebrannt. Ich stelle mir gerade so schön vor, wie du so eine Schüssel Cornflakes mit Wodka aufgießt. Wow. Frühstück für Champions. Ja. Kater-Frühstück. Oh ja, das ist, aha. Guck, ein Schaf. Ein Schaf ist da. Mäh. Gut, wir könnten auch, wieder ein paar Schrottteile und Zeug sammeln, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen Munition machen. Ja, das ist da korrekt. Da hatten wir ja doch ein bisschen Mangel. Was habe ich da unten gerade schon einmal liegen lassen? Ja, ich nehme es gerade mit. Ich schätze, das war hier unten in dem Schuppen vor deinem Haus. Genau, 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 genau. Hier schön ist. Ach, hier ist wieder ein Rucksack für Koya. Lila. Mit einem Auto drauf, glaube ich. Ich glaube, ich habe Schießpulver. Ja. Schießpulver habe ich auch, aber ich habe weder. Oder? Doch, eine Bleiplatte habe ich auch, aber ich habe kein Toolkit. Jo, das lässt sich ja doch sicherlich finden. Ach, immer dieser Optimist. Ja, gut, wenn ich Xa wäre, wäre ich auch optimistisch, dass ich das loote, was ich will. Das ist bei ihm, glaube ich, kein Optimismus mehr, sondern das ist Wissen. Das ist reiner Realismus, ja, das ist traurig. Ja, weiß ich, kann guten Loot riechen. Ja. Warte, er spricht zu mir, hier bin ich, loote mich. Ja, als man hier Pistolen gekackt hat, hat man auch guten Loot riechen können, oder? Ja, hören auch. Fand dieses Feature übrigens gut. Das können sie ruhig wieder reinholen. Ich fand das kacke. Also ich fand das schon sehr bedenklich, als Coach da eine ganze Ananas rausgedrückt hat. Das war schon, ja, aber ein bisschen grenzwertig, ja. Oh, hier ist ein Brunnen. Ich tät mich da mal hin. Oh, mach. Hocken. Weiß nicht, habt ihr mich halbwegs im Blick? Nö, ne? Auf keinen Fall. Nö, ich springe halt gerade im Hunde durchs Dorf.
Ach, ein Traum. Ach komm, no risk, no water. So ist es. Das ist ja eine große Axt. Ne? So eine Scheiße brauchen wir nicht. Junge, Ja, was wollten Sie sagen? Ach, das mit den Slots da unten war wieder total... Ich hatte zweimal das Schwert wieder drin. Und, ach so, ja. Das ist jedes Mal wieder herrlich. Oh, nicht doof. Da. Geht das jetzt nicht mehr mit der Flasche in der Hand, dass man so füllt? In der Hand habe ich das noch nie ausprobiert. Wie füllst du sie dann? Ich markiere die alle im Inventar und sag dann mit Klick auf den Brunnen füll. Ah, 150 von 150 Schwarzpulver. Ja, Schwarzpulver haben wir jetzt auch schon zwei Packen. Wir brauchen dringend das Toolkit. Jo, Schrott habe ich jetzt auch schon ein bisschen. Aber hat eigentlich einer von euch schon mal so einen Binocular gefunden? So ein was? Binoculars. Achso, nein. Hat er die dann wenigstens alle gefüllt oder war das jetzt eine Flasche? Nee, immer nur eine Flasche. Ja, das dauert was länger. Jupp. Haben die dann noch verlängert? Das kommt mir jetzt noch länger vor als vorher. Ja, was macht ihr so heute? Ich bin gerade auf dem Dach der Polizeistation. Das ist schön. Siehst du davon zufällig den Brunnen? Den Brunnen. Ich sehe einen Brunnen, aber offensichtlich nicht den, an dem du bist. Oder ich bin gut getarnt. Nee, das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist schon also die spannendste Beschäftigung im ja, weggelegt. Seit es Skum gibt. Ja, ich sehe den Brunnen aber echt nicht. Ja, lasst mich nur hier hocken. Wo ist denn die Polizeistation überhaupt? Von hier sehe ich es jetzt auch gerade nicht. Oder ist das da? Nee, das da dürfte keine sein. Hippo, ach, da hinten. Ja, dann bin ich aus deiner Sicht. Hinter Gebäude, ja. Weil da ist aber links. Habt ihr eigentlich die Seite gegenüber schon gelootet? Weil hier überall die Türen offen sind. Ich fahre nur in der Polizeistation und davor in dem einen Haus, sonst war ich nirgendwo. Machen wir noch Mut, Xa, ne? Also. Ja, was denn? Alle Türen offen, ne? Ich sag dir nicht alle Türen offen, ich sag dir nur ein paar Türen offen. Ja. Ich trinke jetzt hier noch einen Schluck und dann mache ich immer die Dinger hier neben mir auf und schauen wir mal. Nö. Kannst du Sätze bitte? Ich hab da so ein bisschen ein Problem. Aha. Ich stecke in einem Container fest. Das geschieht dir recht. Ich könnte dich rausboxen, ich weiß nicht, ob das geht. Oh ne, lass mich das machen. Ich könnte dich auch rausschießen. Das fände ich jetzt aber nicht so nett. Wo bist du denn jetzt? Ich sehe dich da. Steckst du nachhaltig fest oder kannst du irgendwie mit Hüpfen da noch, wachst du noch ein bisschen durch die Gegend? Ich könnte mal gucken. Nö, ich kann mich nicht hinsetzen, ich kann nicht springen, ich kann gar nichts machen. Ich kann auch nicht mal die Waffe weglegen. Warte, ich muss das erst sehen. Ja, finde ich gut. Also, es sieht sehr lustig aus. Man sollte einfach nicht zu tief in Container tauchen zum Suchen. Ja, ja, das ist, wenn die Loot geht. Ja. Was steckt da fest, der Fette? Ja. Wunderschön. Ich sehe leider nicht, wo ihr seid. Jetzt box mich mal. Ah, höchst gern. Ach, da hinten ist ja. Ja, Schätzelein. Schön aufs Fressbrett. Zack. Aua, nee, bringt nichts. Nur, ich versuch's von der anderen Seite nochmal. Ich kann's auch mit Schießen probieren. Und? Du warst doch fast draußen, oder nicht? Nee, da hat sich, glaube ich, überhaupt nichts getan. Obwohl, ja, doch so ein bisschen vielleicht. Warte. Ja, doch, so ganz, ganz leicht. Ach, da hängt's. Ach komm, du darfst auch nochmal. Darf ich auch nochmal? Warte mal, ich leg die Waffe. Aber von hinten, hinter dem. Nicht mit dem Messer? Nee. Und von der anderen Seite bitte boxen. Von der anderen Seite! Von der anderen Seite! Das ist schön. Kommt jemand? Ja, hübsch. Ja, das ist. Der kann eine gute Kelle vertragen. Ich finde auch, oder? Mein Gott, das ist schon wieder am Pumpen, ey. Ja, ich habe halt zweimal gehauen. Es tut mir leid, das ist anstrengend. Ja, geh mal weg, ich will auch nochmal. Warte mal, wir können das von beiden Seiten. Lass deinen Scheiß. Ja, warte mal, guck mal, jetzt mach er doch fast draußen. Jetzt lauf, spring.
Ha, ja, gerettet. Jetzt muss ich mir aber erstmal einen schönen... Ey, lass das. Ja, nur prophylaktisch, so nicht, dass du im Gras hängen bleibst. Säcke ihr. Dann hat man schon mal die jetzt Einspitzerschuss. Genau, ich bin später gerade so schön. Einschuss, komm. Schäfchen, wo bist du, wenn man dich braucht? Ich bin so helle Freunde hat. Hat aber auch Spaß gemacht. Also, das ist das Geilste, was ich am Tag gemacht habe. Das ist ein Traum. Oh Mann. Ach ja, ehrlich. Na, das war nicht mal entbacken. Oh, hallo. Also, war hier jemand schon in diesem Lebensmitteldings? Wahrscheinlich Xar, oder? Bin ich auch mal schon kurz durchgerannt, ja. Okay, da gab's nichts. Das ist ja unglaublich. Nichts, was jetzt irgendwie. 9mm Munition gibt's hier, fand ich. Ja, die habe ich liegen lassen. Komm, wir jetzt essen. Ja, ihr Zahnarzt freut sich. Ja, wird der Zahnbelag mit weggeschossen. Ja, aber, weißt du, für die etwas größere Plombe einfach platt beißen. Achso, ja. Hast du noch ein Problem, wenn es Stellmantelgeschosse sind? So, hier müssen doch jetzt. Robert, du hast da immer ein Problem. Wo Hippo jetzt drin ist, müssen doch eigentlich Toolkits sein, aber ist auch nicht. Am ehesten findest du, glaube ich, in der Garage. Ja, hin. Es ist Urin in der Haus. Ja. Also ich würde dann den Wodka dort nehmen. Oh, du hast Metal Scrap. Und dafür ein bisschen hinpinkeln. Und dafür würde ich eine Packung Cornflakes da lassen. Ich finde, das ist ein fairer Tausch, oder? Ja, das ist irgendwie nichts. Oh, lecker. Strawberry Toast Pastries. Ja, süße. Keine Ahnung, was das sein soll, aber... Habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Ja, süße, dann ist das bestimmt selten. Dann nehmen wir das mit. Diese Munition hier. Kühlschrank ist bestimmt auch noch. Das ist auch noch ein interessantes Häuschen. Also Kühlschrank warst du ja schon. Ja, das ist wie das bei diesem Militärcamp da. Genau. Genau, identisch. 9mm ja, die 9mm habe ich auch schon liegen lassen. Ja, gibt's denn in dem ganzen Ort nichts zu essen? Das ist ja nicht zu glauben. Wie soll ich meine Figur halten? Nicht, dann kannst du wieder Fett lutschen. Ja, das habe ich noch dabei. Ich hab noch extra 3 Fett mitgenommen. Ja, siehste. Wenn wir nix haben. Eine Bleiplatte hast du schon, oder? Cool, ja. Ich habe noch eine in der Tasche. Ich habe keine Bleiplatte. Ich habe nur. Ja, gut, aber eine Platte reicht ja. Meine hat noch, warte, Haltbarkeit 14 von 20. Ja, das reicht ja. Und jemand oben bei der Baustelle? Da könnte man eventuell auch noch eine Toolbox finden. So eine Baustelle, oder? Dieses halbfertige Ding da. Ah, warte mal. Hier ist noch so eine. Und Lebensmittelladen. Moment. Hier haben wir vielleicht Glück hier. Bei denen waren immer viele Flaschen. Ein Apfel. Und 9mm. Ein Apfel. Ist auch mal schön. Ein Apple a day? Gibst du Dr. Away. Ja. Yeah. Und eine Sprite. Fantastisch. Yeah. Hashtag Produktplatzierung, Hashtag Werbung, Hashtag. Hashtag. Hashtag noch ein Hashtag. Und nochmal 9mm. Was sind das denn hier für Supermärkte? Das ist ja nicht zu glauben. Typisch amerikanisch wahrscheinlich. Ja, typisch amerikanische Supermärkte hier in Kroatien. Das ist. Ja, du weißt doch, Amerika überall. Ja. Geht so oder brauchen sie eine Waffe? Kaufen sie 3 Äpfel und kriegen sie eine Packung 9mm Munition gratis hinzu. Jetzt die Aktionswochen. Ja. Die Wilhelm Tell Wochen. Dann ist es aber Bolzen dazu kriegen. Eigentlich schon. Ja. Modernen Wilhelm Tell Wochen. Die amerikanischen Wilhelm Tell-Wochen halt, also. Ja, oder so. Kennen ja. Ein Märchen nicht. Wie, wo ist Telter denn? So.
Mein Gott. Auf. Ich will jetzt hier ein Toolkit haben. Ah, hier ist kein Toolkit. Das ist unglaublich. Bin. Ah, endlich, ey. Ging ja jetzt schnell. Mit? Ja, meine Flaschen auch gefüllt. Also. Das Drama auch hinter dir. Ja, also, was haben wir hier? Hier sind noch Shotgun-Shells. Wow. Ein Militär-Zombie. Nochmal Metal Scrap. Ich weiß nicht, wie viel Metal Scrap ich mittlerweile hier. Also ich hab 3 Stück schon. Ja, ich mindestens auch. Eher 4. Tja. Es sind alles keine sonderlichen Handwerker hier. Waren mehr so destruktiv scheint's. Wo bist denn du, Herr Post, so etwa mit dem Brunnen? Ich war hier an so einem Handbrunnen, ne? Der ist im Südosten der Stadt. Noch stehe ich dran. Hin oder Polizeistation? Ja. Also wenn wir so eine Kack-Toolbox haben, können wir uns glaube Munition für ein ganzes Jahr bauen. Ja. Aber. Da ist er ja, der Hippo. So. Jetzt bräuchte ich auch noch. Ah, ich denke so. Okay. Ja, wollen wir uns da dann treffen? Also ich bin jetzt hier so weit, ich meine natürlich nicht alles durch, aber jetzt echt schon viel. Ich glaube, mit Dings wird das nichts mehr, mit Toolbox. No, vielleicht finden wir ja einen in der Gaststätte. Bei den Garagen, war da schon jemand, Xar? Durch Garagen will ich noch nicht durch. Ja, dann schaue ich die nochmal an. Das ist ja auch ein häufiger Punkt für diese. Soll ich Bolzen mitnehmen? Nee, ne? Nö, Bolzen sind glaube ich zu nichts gut. Aber könntest mal gucken, ich weiß nicht, ob da. Nee. Ob man die auch zu Munition basteln kann. Nee, ich glaube nicht, aber die brauchte man glaube ich für irgendeine der improvisierten Waffen. Das könnte sein, ja. Ach, gerade jetzt einer durch, hier kannst du mir noch erzählen, was du willst. Ja, hier war ich schon. In dem Haus jetzt. Wo ich drin bin, da warst du schon? Ja, du müsstest eher nach Norden hoch. Gott, oh Gott, jetzt habe ich 6-mal Metal Scrap, ey. Hier noch. Hier warst du auch schon in dem Stall? Ne, in dem Stall war ich noch nicht. Ich hab bestimmt auch nochmal Metal Scrap rum. Bestimmt, ja. Xar, was ist mit dir los? Schau mal an. Ja, weißt du, ein Hunter 85, na guck. Toolkit ist halt unter deiner Würde. Unter meiner Würde, ja. Also ich finde nur fertige Munition und schon durchgeladene mit vollem Magazin und so. Und Ja, nee. Ja. Ja. Ja, machen wir uns, oder? Ja, machen wir uns. Machen wir uns. Mach nur noch eine Flasche voll. Kann sich nur um Jahre handeln. Ja, Gott sei Dank. Hier ist noch ein Container. Willst du mal festhängen? nein, danke. Oh nö, das kackt er da auch noch hin. Also hier liegt noch so ein Stückchen Seife rum, das könnte ich da jetzt wunderbar, Was? Wer schießt hier? Ach, hier, wieder. Das ist ja nur Flutschfinger. Ja, der hat vorher auch schon wieder an dem Streifen Fett genuckelt. Na toll, jetzt kommen ja die ganzen Zombies an. Oh, ich muss weg, ciao. Ja, na, großartig. So ein Eimer. Ich möchte heulen. Oh, ja, und Hippo mögen sie natürlich. Ja, Hippo mögen sie. Ciao. Ab mit dem. Schon hat er so. Achtung. Huch, da ist noch einer. Ich
schon mal ein bisschen an, ihr beiden. Den ja immer noch. Alles gut. Ja, aber Koja, der ist da noch am Schnitzeln. Ich habe ja auch einen Militärzombie wieder abgekriegt. Ein Militärzombie. Mombi. Mombi. Ah ja, herrlich. Dies ist doch Katana. Gib mein Katana her, ne? Lass das da liegen. So. Ah, herrlich. Das war's mir wert. Daran hast du überhaupt nicht gedacht, als du gefeuert hast. Nee, ich sag ja, aber das war's mir wert. Gut, dann müssen wir jetzt nach da lang. Oh, nicht die Granate werfen. Nicht die Granate werfen. Nein, aus. Ganz dringend aus. Ich finde hier schon wieder Hydration. Was ist denn da los? Mal süffeln. Diese Keilerei da, die kostet den letzten Tropfen Wasser aus diesem kleinen, zierlichen Körper. Ja, ja, darum bin ich auch hier hin. Was ist das für ein Scheiß? Brunnen. Macht denn der? Hängst du fest? Nein. Schade. Ich hab so einen scheiß Zombie-Kopf in der Hand. Ich hab gedacht, die kann man jetzt werfen. Ja. Geht aber nicht. Mit Linksklick festhalten? Ja. Schade. Ich dachte, man kann jetzt Zombie-Kopf-Basketball spielen. Ja. Soll man doch auch können. Geht aber nicht. Also nur mal hinlegen, nur mal aufnehmen? Ich hab versucht. Fixer, mach mal. Ich gleich einen Kopf an Kopf. Kopf an Kopf rennen. Ja, da hast du, was du wolltest. Sonnenblumensamen. Den kann ich eigentlich noch trinken, bevor er kotzt. Das merkst du. Jo. Also gleich ist der Brunnen leer. Mit Sicherheit. Vermutlich. Der trinkt aber auch nur. Was es klingt. Na gut. Ja. Geht nicht. Falsch, ja. Hör mir zu. Das sieht gut aus, wie du dir so den toten Kopf ins Gesicht nimmst. Jom. Was? Oh, nee! Frühschiss! Schön, das. Ja, du musstest ja jetzt ungefähr 800 Liter Wasser trinken, du bist ja selbst schuld. Was hat denn das mit Sprühschiss zu tun? Ja, das ist mit Sicherheit nicht sehr sauber, das Wasser aus dem Boden. Das ist Brunnenwasser. Ja, aber wahrscheinlich liegt da unten ein toter Zombie drin. Das ist nicht unwahrscheinlich, ja. Na gut, dann machen wir uns weiter. Nö, André, Tom. Machen wir uns weiter. Ein bisschen weiter links dürfen wir aber, Xa. Du läufst jetzt auch nicht so ganz die richtige. Es ist so, mehr so da so. Ja, wenn du ein paar Cracks halten willst. Ich wär's halt eher der Straße nach. Boah, ganz außen rum, nee. Wir sind doch hier, mein, schauen uns mal an. Ja, wir sind die Grenzbergziegen. Aber echt. Gazelle. Berg erprobt. Was? Also, Xar ist wieder irgendwo rein. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum. Ja, nee, klar. Haben wir ja auch noch gar nicht. Ja, nö. Da raus, Tag ist keine Woche. Wie der Xar, der Moppel in dem Container fest. Herrlich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
sind Richtung C2 unterwegs. Sind wir da gerade verraten worden, oder? Keine Ahnung. C2, ne, das ist links von uns. Links von uns, okay. Na, dann passt das ja. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht schon beim Gasthof. Mit einer Puddel Whisky in der Hand oder so. Keine Ahnung, mal schauen, was wir dort antreffen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren. Macht's gut und ciao. Ciao. Tschüss.